Moin Leute, heute machen wir passend zu unserer neuen Folge von Play to Mate Tepache extra für euch. Was ist Tepache? Tepache ist ein fermentiertes Getränk aus Ananas, Rohrzucker, Piment, Ingwer und ein, zwei Chilis für den speziellen Kick. So, und dann fangen wir gleich direkt an und dabei erkläre ich euch noch ein, zwei Sachen. Könnt ihr nachher auch einpflanzen und euch eine eigene Ananaspalme züchten? So, als erstes kommt die Schale ins Glas. Ganz wichtig ist, die Schale muss mit rein. Auf der Schale ist die Hefe, die dafür sorgt, dass wir da einfüllen, auch wirklich Tepache wird. Die sorgt für die Fermentierung. So, als nächstes kommt der braune Zucker dazu. Nächstes füllen wir noch die Pimentkörner hinzu. Und für das kleine bisschen extra Prickeln auf der Zunge. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Wasser. So, dann wird noch einmal durchgerührt, dass der Zucker sich ein wenig löst. Auch zwar. Dann verschließen wir das Ganze einmal mit dem Deckel und lassen das jetzt ein paar Tage fermentieren. Für alle Leute, denen das nicht ganz geheuer ist, das ist derselbe Prozess, den wir alle vom Sauerkraut kennen. Und es sind sogar dieselben Bakterien, die da wirken. Also lasst euch überraschen, was da an Geschmack rauskommt. Es wird kein Sauerkraut.